Leim, Brennpunkt der Anonymität. So nah am Herzen der Stadt und doch so fern von ihrer Lebendigkeit. Hier schlägt nicht der Puls der Begegnung, sondern Eintönigkeit durchzieht die Adern des Viertels. Das sonst so grüne und lebhafte München präsentiert sich hier von seiner trostlosen Seite. Es verwundert nicht, dass die Leute kommen und gehen, aber nicht verweilen mögen. Doch inmitten dieser stagnierenden Lustlosigkeit keimt der Wunsch nach Veränderung. Leim muss einfach mal ein bisschen aufwachen. Die Leute leben nebeneinander her, die Familien treffen sich weniger, als ich das von anderen Stadtteilen kenne. Der Wunsch nimmt Form an in einer ersten Initiative zur Schaffung von Begegnungen. Inklusion und Integration sollen Abgrenzung eliminieren und örtliche Trennung revidieren. Die Idee haben wir alle vier und wir versuchen das jetzt hier irgendwie mal anzugehen. Das hat schon angefangen im Herbst, mit dem Herbstfest letztes Jahr. Das ist ganz schön, was sich dann so entwickelt. Hier kann man was machen und es ist in diesem Stadtteil und es ist eben etwas, was diesen Stadtteil mitprägt. Schauplatz des Ganzen ist die Flüchtlingsunterkunft, deren Zäune nicht Grenzen, sondern Galerien werden sollen. Wir nennen uns In Leim, haben uns letztes Jahr neu gegründet im August. Und wir bekommen viel Aufmerksamkeit, wir bekommen auch viel Unterstützung jetzt für diese Aktion, obwohl sie ja jetzt im eigentlichen Sinne noch nicht wirklich sichtbar ist. Wir wollen uns nicht so sehr sehen, dass wir jetzt das Stadtteil bespielen im Sinne von wir machen die Feste. Das Ziel, was wir haben, ist, dass sich im Stadtteil die Möglichkeiten für Begegnungen und für Aufeinandertreffen verbessern. Zentraler Kern des Projekts, der grenzüberschreitende Garten. Der Kreis ist jetzt abgesteckt. Ich habe mit der Gruppe zusammen die Idee entwickelt, diesen Zaun so zu bespielen, dass er nicht mehr so als trennendes Element wahrgenommen wird. Hier soll ein halbkreisförmiger Garten angelegt werden mit strahlenförmigen Wegen. Und zwischen den Wegen werden Beete angepflanzt. Da können dann die Leute, die hier wohnen, Tomaten, Bohnen, Erbsen und solche Gemüsepflanzen anbauen. Magst du das? Ja, ich liebe wirklich. Interessant finde ich vor allem, dass das grenzüberschreitend ist. Das heißt, der Halbkreis ändert nicht am Zaun, sondern er setzt sich auf der anderen Seite des Zaunes in der gleichen Geometrie fort. Heute machen wir einen Garten. Wir machen gesundes Essen und Sachen mit diesen. Und alle arbeiten damit. Viele, also Gruppe Pfefferkorn ist da, einige von Flüchtlingsvereinen, glaube ich, und ganz viele Kinder, die hier wohnen und auch Erwachsene. Ja, mit Garten und den Bäumen ist es immer besser. Wie man sagt, Grüne oder sowas. Ja, ich mag auch Frühling oder Sommer, weil die Blätter sind und Bäume grün. Ich kann immer helfen, es ist kein Problem mit helfen. Ich erlebe heute ein tolles Zusammenwirken von Flüchtlingen und Einheimischen und Professionellen. Zum einen Teil sehen wir ja schon, dass sich einige daran beteiligen, dass sie Spaß dran haben, also auch ein Stückchen Erde selbst zu bestellen. Und zum zweiten Teil denke ich mir, dass es für die Bewohner schön wird, wenn dieser Zaun hier bewachsen ist und das dann nicht wie ein Käfig ausschaut, sondern wie ein schöner Garten. Also ich helfe hier mit und zwar mit meiner Schwester gemeinsam. Wir werden jetzt die Böcke hier aufbauen, gestalten und mit den Kindern zusammen sozusagen Vogelscheuchen aufbauen. Sehr spannend, wie viele Leute unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Nationen, unterschiedlichen kulturellen Herkommens sich da auf engstem Raum mit den doch nicht ganz üblichen Gerätschaften da sofort zurechtfanden. Es sah manchmal etwas gefährlich aus und chaotisch, aber doch in einer relativ kurzen Zeit eine gute Struktur und was man also hier sieht, also sehr erfolgreich.
Wir haben seit Mitte April drei Termine gehabt mit den Flüchtlingen und Anwohnern und Leuten hier aus Leim. Haben in der Unterkunft gepflanzt, außerhalb der Unterkunft gepflanzt, mit Green City, mit Gartenbaureferat. Insgesamt in der Kultur des Miteinanders von Geflüchteten und Deutschen ja jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, das ist ein Erfahrungsprozess, dass man eben etwas miteinander so organisiert und gestaltet. Und ich weiß, dass wir einfach Zeit brauchen. Es ist halt einfach sehr, sehr viel Arbeit und Organisationsaufwand. Mit diesen Kunst- und Pflanzaktionen, Festen und Buffet wird kühle Unbekanntheit zu gemeinschaftlicher Nachbarschaft. Integration, Inklusion, wo wirklich so von jung bis alt alle miteinander einfach mal zusammensitzen, ein bisschen tanzen, ein bisschen Musik machen. Das Vorzeigeprojekt will kulturelles Leben wieder aufblühen lassen. Als Begegnungsstätte, wo man sich einfach treffen kann. Wo auch eine spontane Begegnung möglich ist, wo man nicht unbedingt konsumieren muss oder sich fest verabreden muss, sondern wo man einfach weiß, dass Leute sind. Dann sieht man, dass alle zusammenkommen und das ist halt einfach schön. Durch das gemeinsame Ziel des nachbarschaftlichen Miteinanders wird Enthusiasmus und Begeisterung zum Leben erweckt und bringt die Gemeinschaft zum Blühen. Wenn es dann auch noch so integrativ ist mit Menschen aus verschiedenen Regionen der Welt, dann ist es umso interessanter. Jeder wird am Ende eigentlich ganz zufrieden sein mit dem, was wir machen, weil wir helfen ja auch alle zusammen mit. Wenn man dann am Schluss so ein Ergebnis hat wie heute, dann ist die Arbeit schon wert. Die Initiative Inline hat zum Abschluss der grenzüberschreitenden Gartengestaltung die Bewohner der Unterkunft und die Leimer Bevölkerung zum Sommerpicknick eingeladen. Es ist quasi so, dass fast alles umsonst ausgeliehen ist. Das ist kein gekauftes Material, das ist uns zur Verfügung gestellt. Da gibt es ein Vertrauen. Ihr könnt die Tische haben, ihr könnt unsere Klappstühle haben, ihr könnt unsere Sonnenschirme haben. Finde ich toll, finde ich super und sehr gelungen. Und die Leute aus der Unterkunft, Fenster auf, Türen auf, kommen immer sofort raus, sind hier dabei und freuen sich und winken. Diesmal allerdings wird der Zaun doch wieder zu einem Hindernis. Beim letzten Mal war es ja so, dass der von der Hausverwaltung ja das mehr in Eigenregie gemacht hat. Der hat sich hier aufgemacht, hat sich hingestellt und halt aufgepasst, wer rein und raus geht. Weil das auch eine Vorgabe ist, dass hier nicht so viele Leute rein und raus dürfen, was man einerseits verstehen kann. Man weiß ja nicht gerade, wer dann alles kommt und reingeht. Und andererseits aber möchten wir doch, dass hier Begegnungsstätte ist und dass der Zaun offen ist. Und es ist schade, weil man Umweg machen muss, aber es hindert die Leute nicht zu kommen. Etwas enttäuschend für die Initiative ist auch, dass die Leimer trotz Werbung kein großes Interesse an der Veranstaltung zeigen. Ich habe es in der Zeitung gelesen, es gibt ja so einen Leimer Anzeiger. Ich habe nichts dagegen, aber ich finde es nicht unbedingt notwendig, denn die Anlage war immer schon ein bisschen besser als wie manche andere. Glauben Sie, dass das die Kommunikation zwischen den Geflüchteten und den anderen Bewohnern hier in Leim irgendwie verändern wird? Ja, vielleicht sogar verbessern. Es geht natürlich nicht von einer Veranstaltung zur nächsten, wissen die Leute schon, was ist. Das ist nicht der Fall. Also das, weil man weiß, es dauert, aber jetzt muss man einfach mal hoffen, dass bei den nächsten Veranstaltungen an sich vielleicht schon ein bisschen was eingespielt hat. Mundpropaganda, vielleicht hören dann viele was. Man kann es auch nicht erzwingen. Im Endeffekt geht es darum, es braucht eigentlich eine eigene Motivation, irgendwas zu machen. So wie du vorher gesagt hast, ihr hattet halt einfach auch Lust, was zu machen. Klar, man teilt sich Räume, man teilt sich Material.
Aber man müsste sich eigentlich auch Interessen teilen und die Lust teilen, dann auch in irgendeiner Form so zusammenzukommen. Ich glaube auch, dass es ein Lernprozess ist. Vielleicht lernt man es an der Uni. Also würde ich mir ja wünschen, dass die Studenten lernen, also wie man sowas, dass es Spaß macht. Ich kenne es von meiner Uni-Zeit her total. Das ist eigentlich das, was so ein bisschen Bürgergesellschaft ausmacht dann, dass man halt sich nicht nur vergräbt und sagt, da passiert ja nichts, sondern dass man irgendwie rausgeht und versucht, was zu verändern. Und wenn man Kinder hat, ist man automatisch ein bisschen mehr nach draußen orientiert, genau. Weil die wollen sich draußen bewegen, da begegnet man sich. Okay, ich bin jetzt nicht nur hier, weil die anderen machen, mache ich mit, sondern ich mache auch selber. Es dauert eine Weile, aber es kommt dann auch, ja. Also das, was wir jetzt so von Musik und vom Programm her haben, das finde ich toll. Also das wird man auch wieder so machen. Und wie man noch mehr Leute animieren könnte zu kommen, da werden wir uns mal noch was überlegen müssen. Wie können wir mehr Werbung machen oder wie verstehen noch mehr die Leute, was wir hier eigentlich wollen. Es ist halt auch ein langwieriger Prozess. Auch wenn der Puls der Stadt in den Herzen der Einzelnen getragen wird, so ist es doch die Schaffenskraft der Gemeinschaft, die die Zukunft gestaltet. دلم تو تو نیایی من خندم جی من آرنجی اگر عهد و وفا با کس نبندم جی من آرنجی دگر عهد و وفا با یار جانی جی من آرنجی نه چش سرمه کنم و نه بخندم جی من آرنج دلم پی دلتم جی من آرنجی کجا منزلتن جی من آرنج دلم پی دلتن جی من آرنج کجا منزلتن جی من آرنج